Die besten Zitate, Sinnsprüche und Aphorismen von Alexandre Dumas. Wie kommt es, dass Kinder so intelligent und Männer so dumm sind? Es muss wohl an der Ausbildung liegen. Alle für einen, einer für alle. Wir tadeln an anderen nur die Fehler, von welchen wir keinen Nutzen ziehen. Das Joch der Ehe ist so schwer, dass man zwei Personen braucht, um es zu tragen, manchmal drei. Glück ist wie diese Paläste in den Märchen, deren Tore von Drachen bewacht werden. Wir müssen kämpfen, um sie zu erobern. Die Antike ist die Aristokratie der Geschichte. Wahre Liebe und Misstrauen können nicht zusammenbleiben. An der Tür, an der Letztere eintritt, macht die Erstere ihren Abgang. Für jedes Übel gibt es zwei Mittel, die Zeit und das Stillschweigen. Freundschaft heißt vergessen, was man gab, und in Erinnerung behalten, was man empfing. Habt keine Angst vor Streitereien, sondern sucht nach gefährlichen Abenteuern. Ich bevorzuge Schurken gegenüber Dummköpfen, weil sie hin und wieder Ruhe geben. Alle Verallgemeinerungen sind gefährlich, sogar diese. Drei Dinge gehören zu einem guten Kaffee: erstens Kaffee, zweitens Kaffee und drittens nochmals Kaffee. Glücklicher als der Glücklichste ist, wer andere Menschen glücklich machen kann. Vergiss nie, dass die anderen auf dich zählen, aber zähle nicht auf sie. Das Leben ist bezaubernd, man muss es nur durch die richtige Brille sehen. Lieber schlecht als dumm. Schlechte Menschen sind auch ab und zu gut. Dumme sind immer bloß dumm. Der Mut bietet immer ein schönes Schauspiel. Ehe man die Hilfe anderer anruft, ist man sich seiner eigenen Kraft bewusst, dann nur kann fremder Beistand zu wirklichem Nutzen werden, ohne unheilvolle Folgen nach sich zu ziehen. Durch die Liebe und den Tod spürt der Mensch das Unendliche. Wenn ein Mann ausschließlich vom schönen Gesicht einer Frau schwärmt, dann kommt er mir vor wie ein Winzer, der den Korken lobt, wenn er von einem edlen Tropfen schwärmt. Um aus Schwierigkeiten herauszukommen, braucht man eine Menge Geld. Der Mensch ist niedrig und gemein, wenn er sich in seiner niedrigen Leidenschaft getroffen fühlt. Man muss sich den Tod gewünscht haben, um zu wissen, wie gut es ist zu leben. Derjenige allein, welcher das äußerste Unglück erfahren hat, ist geeignet, die höchste Glückseligkeit zu empfinden. Was ist Geschichte? Der Nagel, an dem ich meine Romane aufhänge. Alle menschliche Weisheit liegt in den zwei Worten, harren und hoffen. Ich war noch nie in Paris, ich kenne Paris nicht. Unglücklicherweise hat auf dieser Welt jedermann seinen eigenen Standpunkt, der ihn behindert, den der übrigen zu sehen. Ich glaubte, er sei Philosoph genug, um zu begreifen, dass es in der Politik keinen Mord gibt. In der Politik, mein Lieber, Sie wissen es so gut wie ich, gibt es keine Menschen, sondern Ideen, keine Gefühle, sondern Interessen.
In der Politik tötet man nicht einen Menschen, man beseitigt ein Hindernis, weiter nichts. Frauen inspirieren uns zu großen Dingen und hindern uns dann, sie auszuführen. Lieben heißt, das Glück denen zu geben, die man liebt, und nicht sich selbst. Nichts macht uns geneigter, an ein gutes Essen zu denken, als ein leerer Tisch. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.